Willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey, Freunde. Ich hab's mir überlegt, wir machen erst noch die letzte Quest, die hier ist. Und dann. Keine leichte Aufgabe. Aber das, was die Nachricht enthält, könnte wichtig sein. Und danach machen wir uns auf, um die drei Statuen zu finden. Weil die hier ist halt noch hier, in der Nähe. Deswegen. Eure Einsätze bitte. Oh. Jetzt eure Einsätze. Wer gewinnt das Speerwerfen? Vielleicht. Kommt schon, eure Einsätze bitte. Setzt eure Einsätze. Ihr könnt bei Aletheus einen Haufen Drachmen gewinnen. Du bist nicht gerade überzeugend. Du würdest mehr Kunden anlocken, wenn du etwas enthusiastischer wärst. Einfach jeder wettet gegen Pithecus. Man sagt, er wäre unkonzentriert. Falls das stimmt, bin ich ruiniert. Könnte seinem Gegner weh, ich könnte seinen Kampfgeist wecken. Was, wenn ich ein Gedicht vortrage? Eines von Pindar. Du weißt schon, um ihn zu beflügeln. Hör mal, Pithecus ist gut, aber er ist nicht gerade diese Art von Athlet. Schon gut, du hast sicher einen anderen Plan. Finde einfach nur heraus, was er hat. Versuch ihm irgendwie zu helfen. Für Athen. Für Drachmen. Ich werde mal nach Pithecus sehen. Vielen Dank. Ich werde den Gewinn mit dir teilen, falls du das hinbekommst. Wo ist er denn? Da unten. Pithecus, Aletheus schickt mich, dir zu helfen. Wirklich? Kannst du Wunder vollbringen? Manchmal schon. Mein Glücksspeer ist zerbrochen. Kannst du ihn reparieren? Müssen nicht alle die offiziellen Speere einsetzen? Ja, aber das war mein Glücksspeer. Ohne ihn kann ich nicht siegen. Offenbar ist jeder olympische Athlet abergläubisch. Stets beäugt von den Göttern und so. Hör mal. Mein Speer war hohl wie ein Schilfrohr und ebenso leicht. Aber er sah aus wie ein olympischer Speer. Wenn du mir wirklich helfen willst, finde mir einen ebensolchen Speer. Dann gewinne ich die Spiele für Athen und Aletes. Okay. Und wo finde ich einen solchen Speer? Nun, du wirst ihn wohl kaufen müssen, schätze ich. Hat noch jemand der anderen Olympioniken einen besonderen Speer? Das könnte sein. Keine Sorge, du bekommst deinen Speer. Danke. Vielleicht kann ich ja doch noch gewinnen. Na, durch Betrug oder was? Gekauft oder gestohlen werden? Ich gehe zu dem hier hinten. Zu dem, mal gucken, ob das. Ich nehme jetzt einfach das, wo wir als erstes hinkommen. Entweder kaufe ich den dann halt eben, oder wir. Das sieht nach dem Händler aus, oder? Ja gut, dann kaufen wir ihn halt. Na komm. Hallo. Oh. Verkaufst du Speere? Natürlich, du hast Glück, ich hab noch welche. Dank der Spiele sind sie sehr beliebt. Aber sind sie denn auch gut? Die besten. Falls schnell, das ist sicher. Allerdings nicht ganz günstig. 2000? Ich nehme einen. Danke, möge er weit fliegen. Wie gesagt, ich habe jetzt einfach. Das war jetzt eine 50-50-Chance, hat einfach das. Besorge einen Wusch. Ja? Hä? Habe ich doch jetzt sogar nicht. Ich habe deinen Speer. Gut, lass doch mal sehen. Hier, nimm den. Hey, dieser Speer ist unglaublich. Leicht, liegt gut in der Hand und was am wichtigsten ist, er sieht aus wie ein offizieller Speer. Ich helfe immer gern. Geh mit Nike, mein Freund. Ich sollte Aletheus aufsuchen. Oh, ich wollte gerade sagen, gehen die hier nicht mehr weg? Doch. Setzt jetzt eure Einsätze. Wer gewinnt das Spiel? Gut, du bist zurück. Alles erledigt? Natürlich. Ausgezeichnet. Setzt doch etwas Geld auf unseren Jungen. Ach komm, wir haben das Geld. Scheiß drauf. Hier, 3000, bitteschön. Man kann nie genug Drachmen haben. Das wird ein leichtes Spiel.
Oh, das sind viele Drachmen. Der Wettkampf steigt morgen, also sei pünktlich da. Oh, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Netter Wasserfall übrigens. Erstmal Texturen laden, ist klar. Wo warst du? Du hast alles verpasst. Sieh dir das an. Was für ein meisterhafter Wurf. Ich helfe immer gern. Was meinen Lohn anbelangt, Aletis. Natürlich. Jeder soll von diesem guten Tag profitieren. Möge das Glück dir treu bleiben. Ja, guck mal, da haben wir den Speer doch fast wieder drin gehabt. Okay, also... Jawohl, Levelaufstieg. Perfekt. So mag ich das. Sehr schön. Ui, jetzt. Wartet mal. Lasst mich mal kurz schauen. Nein. Moment, wir haben noch was? Da auch nicht. Nee. Die hier? Nee. Moment, habe ich hier gerade irgendwas Grünes gesehen? Nee, ne? Nee. Okay, ich muss mal kurz gucken, welche Fähigkeiten benutze ich denn? Das Heilen habe ich schon auf 3, das habe ich auf... Entschuldigung, 3. Ich glaube, das... Wo ist der Schild hier? Das mache ich auf 3. Dann können wir auch die großen Schilde klauen. Ja, ich glaube, das mache ich. So, jetzt habe ich es getan. Jetzt machen wir uns auf den Weg hier die Statuen. Das sind die hier. Ich fange einfach mit der hier oben an. Und hoffe mal, dass wir einen Aussichtspunkt in der Nähe haben. Ja, perfekt. Lalalala. So. Um mein Kopfgeld loszuwerden, können wir den umlegen oder bezahlen. Ja, ich weiß. Ist sehr gut. Der Bildhauer hat die Schönheit der Aphrodite wahrlich eingefangen. Hoppala, nein, wir haben ein bisschen nach oben. Na bitte. So. Das war das, Quest. Dann nehmen wir jetzt die hier. Die befindet sich... Komm schon, da im Meer. Ah, schade, hier haben wir noch gar keinen. Doch, den haben wir. Dann rufen wir unser Schiff und fahren eben runter, jo. Irgendwo da draußen hat eine Ziege das... Obsidian-Auge. Nein, oder? Ernsthaft gibt's die. Das heißt, wenn man diese eine Ziege, die dieses Auge hat, tötet, kriegt man das dann? Wow. Oh Gott, hier gibt es ja auch dann wieder ganz viele. Haben wir noch eigentlich noch gar nichts gemacht. Warte mal, wo? Komm, hier gibt es doch irgendwo. Okay, ich muss hier nach links runter. Nach hier? Im Ernst? Ja. Nicht so. So, die Richtung. Vielleicht ein andermal. Bin ich jetzt echt mich hier richtig? Ja, passt sogar. Gut, dann kommen wir jetzt zum Schiff, dann können wir auf die Insel fahren. Ja, da, ah, da ist er auch, perfekt. Wenn wir auf die Insel fahren, dann müssen wir hier nur irgendwann nochmal zurück. Es gibt noch einiges zu tun. Mal schauen, wie lange war hier noch. Also für Origins habe ich ja 190 Parts gebraucht. Mal gucken, wie viel es hier werden. Mein Gefühl jetzt, es werden mehr.
So, Schiff, komm mal her. Nimmt die Hälfte der Insel ein. Okay. Jo, da ist er schon. Haha. Dann ist Lagerfeuer am Strand. Ganz kurz erst gucken, wenn wir hier anlegen, wo ist. Ne, der Aussichtspunkt ist zu weit in der Mitte und das lohnt erstmal nicht. Moment, wie hast du das gesagt? Du bist nicht. Doch, der. Okay, war ganz. Er steht doch da. Na gut. Platsch. Ja, okay, die Hälfte der Insel. Icarus hier, ich weiß. Unglaublich. Phidias hatte recht. Der Künstler hat Poseidon in all seiner Macht eingefangen. Ups. Das wollte ich jetzt gar nicht. Hallo Poseidon. Wenn man nach Atlantis reinkommt, treffen wir den vielleicht persönlich. Na bitte. Das hier ist echt kein Aussichtspunkt oder sowas? Wo bin ich? Da bin ich. Okay, hier waren wir noch gar nicht, ist ja auch lustig. Nee, okay, aber, warte mal. Moment mal noch kurz auf die Karte. Kann ich hier ran? Ja. Hier gibt es ein Fragezeichen, deswegen machen wir es direkt mal. Was schon. Das werden wir mitnehmen. Wow. Ja, nee, ist klar. Dann müssen wir hier nicht mehr hin. Dann haben wir das ja nämlich. Deswegen machen wir das mal schnell. Oh, Tempel. Tempel des Poseidon. Es ist ein. Was haben wir denn hier? Oh, Löwen. Das ist ein weißer Löwe, oder? Mal gucken, ob wir schaffen, den in Schlaf zu versetzen. Das wäre natürlich geil. War hier noch mehr? Ja, da. Gut, dass ich nicht geschossen habe. Das ist ein weißer Löwe.
Poseidon wacht über sein Meer. Während er abgelenkt ist, sollte ich mir seinen Tempel ansehen. Was für ein schöner Löwe. Ich wollte eigentlich nicht mehr so viele Fotos machen, aber nicht hier, warte mal. Ah, da werde ich ein Foto von machen. Der weiße Löwe. Mal gucken, ob ich ihn da. Oh, Dreizack des Poseidon. Komm, kriege ich dich hier hin? Runter? Ja, komm, jetzt drehe ich einmal um. Warte. So. Fast perfekt. Egal, das Foto nehmen wir so. Ja, der Löwe guckt nicht schön. Warte mal. Du sollst da stehen bleiben. Schön von unten. Das sieht doch cool aus. Warte mal. Da kriegen wir Poseidon noch mit drauf. So. Machen wir einfach mal so die Vorschau. Ja, komm, nehmen wir. Das Foto nehmen wir einfach mal so. Wäre jetzt wahrscheinlich Quatsch, oder? Wenn ich jetzt die Schnellreise mache. Ich weiß ja. Na egal. Aber mit dem Löwen kann ich doch nicht nach Olympia zurück. Ja, jetzt dauert das wieder erst so lange. Okay. Und Inventar. Der Dreizack des Poseidon. Wo ist er? Da. Alter, der ist aber... Komm, nehmen wir den. Erlaubt das Atmen unter Wasser. Das heißt, wir werden dem Wasser nicht mehr trinken. Wie geil ist das denn? Ja, das hat 7 mehr. Jägerschaden, okay. Gift, Brandwiderstand, okay. Höchstleit, ja komm her damit, zack. So, Moment, ich wollte eigentlich die Quests haben. Da fehlt mir noch eine Statue und die werden wir uns jetzt holen. Dazu müssen wir hier hoch, da waren wir noch nicht. Okay, dann fahren wir mit unserem Schiff da. Kann der Löwe mit aufs Schiff? Naja, notfalls ist er halt gleich direkt leider. Ich glaube, er ist schon wieder weg. Ja. Na egal. Das Foto ist trotzdem gut geworden. Einmal umdrehen, bitte. So. Dann segeln wir mal eben darüber. Eieiei. Kann ich, wenn ich hier jetzt einfach geradeaus. Ich hier geradeaus hochsegle, dann komme ich. Fast genau. Okay, das sieht ganz gut aus. Einfach mal darüber. Ja schon, das wäre echt lustig gewesen, wenn der Löwe jetzt mit auf dem Schiff gewesen wäre. Doch Poseidon ist sauer, das schickt große Wellen.
Erstmal eine ganz andere Frage. Wie kommen die Löwen auf die Insel? Hä? Die muss ja irgendwer da ausgesetzt haben. Stimmt halt von der Treibgut da vorne. Gucken, ich fahre mal ein bisschen nach rechts. Okay, sie wollten so. Das ist ein 48er Schiff, scheiße. Ich erhält's erst. Ui, ui. Treff ich die eigentlich nicht, oder was? Zack. Nein, werden wir nicht. So. Ich hab mir keine Sorgen gemacht. Die Atmosphäre ist unsinkbar. Ja, nicht ganz. Wir sind schon mal gesunken. Alter!
Ja, in dem Moment, wo er zuschlägt, nimmt sie die Decke runter. Tschüss! Au! Ey, wir haben ein neues Segel. Cool. Komm schon. Was denn? Das funktioniert so. So, jetzt haben wir. So, was haben wir jetzt alles Neues bekommen hier? Einen neuen Bogen, okay. Ist sogar 45 besser. 13 Negerschaden, 10 Kriegerschaden. Nee, man, der hat nur 13. Nee. Nee, ich behalte erstmal den. Das ist so ein stinknormales, komm, das zerlege ich wieder direkt. Wenn es nur ein schlechter war. 138 besser? Eieiei, 14 Kriegerschaden, 20 Giftschaden. Und an. Ja, her damit, geil. So, Schiff. Wir haben hier, wir haben ein neues Segel. Aber das benutze ich jetzt. Nee, erstmal nicht. Da müssen wir hin. Eieiei. Das ziehen wir auf jeden Fall noch durch. Wir werden die Statue heute uns noch angucken. Ob wir heute auch noch zurückkehren, das weiß ich jetzt noch nicht. Ey, ich will schon wieder in den Kampf. Lass mich in Ruhe. Ja, Schiff war selber schuld. Wir hätten es ja in Ruhe gelassen, aber nein. Ja, Pech, wir hauen einfach ab. Was ist das, was ich hier vorhab? Oh, ich muss ein bisschen, muss links dann vorbei, okay. Nebedeckte Berge. Da schwamm ein Delfin. Das soll bestimmt einen Hafen, wo wir anlegen können irgendwo, oder? Ja, hier treibt aber immer nur Holz. Ei, ei. Seegang wird wieder stärker hier. Oh, Platsch. Es gibt hier einen Hafen, sehr schön.
So. Lass mal ganz kurz gucken. Wir sind gut. Wir holen uns direkt den Aussichtspunkt. Und gehen dann zur Statue. Wenn wir den Aussichtspunkt schon mal haben, können wir nicht immer direkt immer wieder hin. Oh, hi. Okay, sie greift uns nicht an. Alter, er ist wirklich hier. Es ist nicht der Pentelikon, doch der Marmor ist trotzdem beeindruckend. Okay, das war der falsche. Der Löwe ist echt hier. Das ist jetzt... Okay, das ist geil. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, dass die da runterspringt. Cassandra. So, jetzt noch schnell zur Statue. Wo ist unser Löwe? Die Statue müsste jetzt irgendwo da hinten sein. Da hinten, okay. Entschuldigung. Das lag ja jetzt mal sowas von auf dem Weg. Oh. Läuft da. Was denkt man? Was denken die Leute, wenn man hier mit so einem Löwen an. Das ist noch ein Aussichtspunkt. Egal, wir haben hier erstmal einen. Egal, ich schwimme jetzt einfach. Bist du wahnsinnig? Du bist kein Delfin, hör auf damit. Der Löwe ist gleich eh wieder da, also macht's, ist egal. Jagd mit mir. Da ist er wieder. Also Aussichtspunkt holen wir dann ein andermal. Oh. Jetzt einfach nur noch eben die Statue. Und dann. Denn? Das soll also der mächtige Athlet Theogenes sein, festgehalten für alle Zeiten, auf seinem Hintern sitzend. Wuhu! Wo ist er denn? Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Ah, da unten. Na bitte. Das war die letzte. Okay. Ich sollte zurück nach Olympia zu Phidias, um zu erfahren, was dahinter steckt. Gut, Freunde, aber das machen wir beim nächsten Mal. Für heute war's das. Ich würde erstmal sagen, ja, wir machen für heute Schluss. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich sage erstmal bis dahin und ciao.